auch, ne, wie so ein bisschen auf falschen Fuß erwischt. Ich meine, Hellraiser ist es ja auch nicht dumm. Sie werden das Spiel analysiert haben da gestern. Geschaut haben, was haben sie da falsch gemacht. Ja, und wenn Navi das 1 zu 1 genauso wieder spielt, dann sollte man sich da ein bisschen drauf einstellen können als Top-Team. Geht los. So, mal schauen. Navi mit einem Aufbau. 4-1er Split, Sterix allein in der falschen. Und das geht schnell Richtung Banane. Boah, Boah. direkt der Headshot. Banane nur angespielt, dann darauf gewartet, ob da vielleicht schon einer verschiebt. Den wollte Sterix sich dann schnappen. Nein, tut Hellraiser ihn aber nicht, aber sie schieben jetzt zu viert schon rüber und das ist perfekt. Anti und Markelov geht jetzt auch noch rüber. Der Spot ist komplett leer auf A im Prinzip. Markelov noch aus der Bibio. Perfekter Move von Navi. Jetzt schleichen sie auch nochmal Richtung lang. Was ist so schwer jetzt für Markelov zu spielen? Das ist mal Gambeln. Ja, aber kein optimales. Nee, absolut nicht. Kommt da die Hits, Markelov? Na, schön. Aber zwei Spieler halt schon keine HP mehr. Die Runde darf Navi eigentlich nicht mehr abgeben. Vielleicht noch die CZ von Kucher, dass die vielleicht noch einen guten Schaden macht, dann kurz, aber sonst den gut am Spot. Oh, Sterix hält. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Das gibt's halt nicht. Dev-Kit auch nochmal gepickt. Sollte aber auch so viel. Ah, lieber mal nochmal sicher gehen. Ich glaube, das war auch der bessere Move. Ja, definitiv. Ja, schöne Runde. Also, es war halt total gegambelt. Also wirklich hart gegambelt. Wenn Markelov da fällt, dann glaube ich auch nicht, dass da noch groß was passiert. War schöne, schöne Shots. Zweimal P90 bei Markelov und bei Angel. Ja, das wären ja meine Freunde, die beiden. Warum? Weil die dich durchcarryen? Ich hasse diese Waffe. Wenn jemand diese Waffe spielt, würde ich am liebsten persönlich vorbeifahren. Ist jetzt ein bisschen weit. Ja, aber also grundsätzlich muss man sagen, ist mittlerweile fast die perfekte zweite Runde Waffe. Ja, Also natürlich, aber. Bison war ja mal eine Zeit lang, ist auch natürlich deutlich günstiger, aber P90 kannst du dann halt auch theoretisch noch mal in der Runde 4 auch noch mal spielen. Also in der ersten Equipped quasi. Gerade wenn du so auf Close Range bist, beispielsweise hier im Teppich oder sowas, oder Sakura, ist das eigentlich eine echt gute Waffe. So, Adrian jetzt mit einem aggressiven Move. Zu zweit. Problem. Richtig Problem. Ja, schon jetzt eine gute Echo. Bombe gelegt, eine Waffe weggeholt. Das passt. Wenn sie noch einen rausnehmen. Eigentlich jetzt gar nicht so schlecht, dass sie jetzt zu zweit in die Banane gehen. Leider haben sie da nicht Dosia auf dem Schirm. Er spielt sogar die M. Ist das die MP? Ja. Das ist MP? Ja. Die neunte. Kaum spiele ich mal 2 Wochen nicht, sehe ich Waffen, die ich gar nicht wusste, dass sie überhaupt im Spiel vorhanden sind. Ja, so ist das, wenn man in diesem Real Life unterwegs ist. Ja, Das ist fatal. die Grafik ist auch richtig geil. Ja, nur der Sound ist ein bisschen nervig. Ja, das stimmt. Vor allem der niederländische. nee, ich meine jetzt mehr so diese lauten Glockengebimmel, so, ne? Der ist doch, ich finde das beruhigend. So, So, Byron durch den Bombenplant gerade. Hellraisers nehmen offensiv, relativ offensiv die Banane ein. Während Navi überhaupt keine wirkliche Deckung hat. Vielleicht noch Seize, der so ein bisschen Kontrolle Banane unten hat. Navi schon weit Mitte vor. Jetzt wollen auf jeden Fall die Rippen einnehmen. Da steht im Moment nur Kucher. Angel passt Bananen auf. Guck mal im Häs, die HE kann wehtun. Ja. Naja, ein bisschen.
Ne? Für CSGO-Verhältnisse. Kratzer gemacht. Ja. So, Guardian geht erstmal die Bombe holen. T-Schräge. Und Navi natürlich mit einem genauso langsamen Spielstil wie Hellraisers unterwegs. Generell muss man jetzt fast sagen, fast alle Teams auf Inferno mit so einem relativ langsamen Spiel. Edward Sneaker sieht kurz vor. Sieht gut aus, Guardian noch. Oh, Markelov noch mit der P90 da im Spot. Macht da auch keine gute Figur. Und Adrian gegen 2 und dann entscheiden Edward und Guardian einfach mal diese Runde. Ja, aber da haben sie aber, glaube ich, kein einziges Mal mehr als 2 Schuss abgegeben. Die Ratsche muss aber auch noch mal ein bisschen ölen, oder? Für nächste Woche. Nee. Nee? Das Problem ist, die gibt's nicht mehr. Okay. Molotow gegen Banane. Eigentlich lief die Runde ja sehr, sehr gut für Hellraisers, aber... Dieser Frag von Edward, der Onslaught, hätte halt nicht fallen dürfen. Dosia. First Pick gegen Sterix im Haus. Dann nochmal mit dem Hühnchen angelegt, ganz wichtig. Unten entscheidend. Und da auch wieder dieser 1-4er-Aufbau, ja, aber ein bisschen anders. Dieser 4er-Stack könnte jetzt halt klappen, wenn Navi ohne diesen Go spielt auf dem A. Ohne Smoke für B. Sie wollen auf jeden Fall weiter vor. 45 Sekunden. Ich meine, da könnte man sich nochmal für ein B entscheiden. Gute Deckung da auf A. Perfekt, das wie sie da reinrennen. Das wird jetzt richtig bitter. Da ist abgesmoked, ja. Gutes Timing. Oh. Oh mein Gott, stark. Sehr, sehr stark. Hellraiser ist perfekt gestanden. Dosia von da oben. Einen Top-Job gemacht. Und die anderen da im Spot super, super angelegt. Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Tja, und damit Navi in die Eco gezwungen. Navi wird noch nicht so ganz fit. Wenn er Headshot jetzt gegen Markelov in der Mitte. Und man hat zumindest versucht, Mitte schnell einzunehmen. Keine Chance auf C für den Contact gegen Banane. Ist aber auch schon abgesmoked, die T-Treppe. Komplett aggressiv von Hellraisers. Vielleicht ein bisschen zu aggressiv von Angel. Oh, jetzt hat das unter Kontrolle. Ja, wenn du es so nennen willst. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, sein Mate. Wer war ein Mate? Ich glaube, Markelov. Ne, nicht Markelov. Adrian Angel macht eine Banane. Ja. So, und Navi entscheidet sich jetzt für den B. Ne, rotieren nochmal. Einfach mal kurz eingenommen, geguckt, ob da noch was offensiv ist. Nichts. Gehen wir wieder Richtung Rippen. Da stehen sie nicht so gut. Oh, jetzt doch wieder eine gute Position eingenommen. Molly müssen steht. Ja, jetzt kriegen sie Probleme. Aber dann stehen sie wieder safe. Bisschen gerade das Aiming verloren, dann aber wieder gefunden. 4-1 und Hellraisers weiterhin ganz gut im Geld unterwegs. Könnten eine Runde verlieren, trotzdem kaufen. Auch keine AWP. Und Navi, wenn sie die Runde wieder verlieren, werden sie wieder Money Broke. Ja, definitiv. Schöne Nades. Steht Guardian im Prinzip in 2 Granaten, hat immer noch 50 HP. Schöne Doppelflash gezielt. Vorne links close. Ja, jetzt Fokus drauf. Ach, schön gemacht, mein Angel. So, direkt mal schnelle 3 gegen 2 Überzahlsituation. 30 Sekunden erst gespielt.
Runde schon halb entschieden. So, und jetzt wird nochmal so eine später Go werden, aber guck's dir an, Edward. CT Kocher, Bogen Kocher steht aber schon. Schirm. Wenn er jetzt gutes Timing hat, Kocher. Von Edward. Ja. Aber Timing ist nicht alles, sondern auch Aiming. Was hat der Edward? Oh, jetzt geht's los. Boah. Hallöchen. Das nächste Schnitzel ins Gesicht. Und jetzt ist nur noch Angel gegen zwei. Keine Granaten mehr. Sollte fast. Boah, schöne Headshots. Eieiei. Ei, ei. Ja, ja, wenn sie wollen. Also das ist ja wieder, ne? Da ist die Runde nach 3 Sekunden eigentlich schon fast erledigt. 2 gegen 3 Situation. Und dann ist quasi nochmal so ein. Ja, nochmal so eine zweite Runde in dieser einen Runde. Und dann wird halt nochmal anders gespielt. Also macht sich dieses Tour-2-Ladder-Training bezahlt. Die zweite Runde in der einen Runde, das hat mir gefallen. Ja, aber es ist halt wirklich so, ne? Ja, ja, ich weiß schon, wie du es meinst. Adrian wieder mit dem First Pick, Zeus da komplett alleine in der Banane. Einfach auf Vollgas, gehofft, dass er da schnell den Pick machen kann. Marke doch mit einer Doppeldeckung an lang. Ja, die lösen sie jetzt auf, gehen defensiv on-spot, auch das ist eine richtige Entscheidung. Hollow geworfen, Ei geworfen. Equipment nicht mehr so viel vorhanden bei Hellraisers. 2 Flashes, 2 Smokes, 1 Molotov. Asphalt ist das ganz okay, aber Markelov ist sehr offensiv. Kocher könnte jetzt mal den Molly am besten in die Action bringen. So, Dose, Flash bekommen, schön. Jetzt kommt der Molly auch in die Action. Perfekt. Ja, und jetzt ist der Go so geslowt, dass Navi da fast nichts mehr machen kann. Jetzt können sie eigentlich tief stehen. Hellraisers. Boah, Edward, gar kein Fokus auf Sandkasten. Ja, das machen sie, also sie haben es gut gespielt, Hellraisers, aber das macht Navi ihnen auch zu einfach teilweise. Ja, ja, ja. Also Kucher hat es gerade wirklich gut gespielt. Schöne ja. Flash gebracht für Teppich oben, damit Dose ja den Fracture machen kann, dann den Brand in die Action. Auch das war der perfekte Move. Und dann selber wieder Fokus auf Hass. Also das war genau so, muss man spielen, nach Muster. Beispiel. Ne? 2 Mates geholfen und dann wieder Fokus auf sein eigenes Ding. Weil da kam halt nichts. Dosia stand perfekt, konnte da aber auch nicht weg, ohne dass er Hilfe bekommt. Also, ja, perfekt gespielt. Also richtig zum A-Game kommt Navi auf jeden Fall nicht gerade. Irgendwie wird das manchmal ein bisschen wild. Ja, das Ding ist, Hellraisers weiß halt auch genau, was Navi davor hat. Und deswegen muss Navi jetzt so zwanghaft ein bisschen versuchen, ihr Spiel umzustellen. Und das sind dann halt Sachen, wo du dann wieder siehst, wie gut variiert ein Team. Ne? Wie gut können sie aus ihrem Standard heraus ja, so kleine Abweichungen mit in ihrem Spiel einbauen. Die dann zum Erfolg führen. Bisher muss man sagen, haben sie da deutliche Probleme mit. Kommen wir jetzt im City Bogen-Down, in Starix Last, Flawless Round, Hellraisers. Und wieder Geld beim Namen. Wir kaufen trotzdem, trotz Galil, trotz allem immer noch keine AWP bei Guardian. Also. Ich weiß es nicht. Aber auch. Wenig Equipment, also 2 Smokes, 3 Flashes ist für Inferno nicht viel. Ja. Eigentlich schon zu wenig. Ja, wollte schon sagen. Also kann man davon ausgehen, dass Navi eventuell was relativ Schnelles spielt. Mein genommen, steht Kucher im Moment, der gefällt mir sehr, sehr gut am Land. Und in dem Moment hat er Probleme. Ja, aber. 12 HP. Aber auch hier, es geht wieder Zeus vor.
Als einziger, da zieht nicht noch mal einer mit durch. Ja. Und dann warten vier Leute wieder und ja. Warten, was passiert. Und das hat man ja schon früher im Kindergarten gelernt. Ne? Wenn es rumgeht, da muss jeder halt mal dran ziehen. Was? Ja, nicht nur zwei, sondern müssen sie alle mitziehen. Nicht ja, ja, einer. Das habe ich schon verstanden, aber das habe ich im Kindergarten noch nie gehört. Aber war ja auch ein Spaß. Naja. Ich weiß ja nicht, ob Berlin im Kindergarten ist. Entschuldigen Sie bitte, Ironiehelm. Ich dachte, ja. Sie verstehen das. Also wenn das der Sarkasmus-Schild. Ach, ist auch egal. Hochgeklappt. So, Dose ja immer noch im Sandkasten. Weißt du, müsste eigentlich so beide ja, Spieler sie, jetzt sie wissen. Sehr und schön. Jetzt die Bombe in den Sand gedroppt. Hä? Oh, Dose ja. Dose ja. Okay, das war schlecht. Das war, ja. Das war richtig schlecht. Also Guardian, hat, Guardian okay. Hatte da eigentlich gerade, glaube ich, nicht mal auf dem Schirm, dass Dosi da der irgendwie im Sandkasten war. Die haben da beide mal kurz irgendwie den Teppich hochgeschaut. Und dann Dosi ja. Also das darf man nicht verlieren, diese Runde. Die darf man wirklich nicht verlieren. Kucher jetzt mit der AWP, hat einen guten Spawn für Mitte. So, wollen wir nicht hoffen, dass hier wieder dieses Hellraiser-Syndrom eintrifft? Ah, First Strike. Auch da Edward wieder ohne irgendwas mit rum. Ja gut, bisher haben sie Mitte halt nicht offensiv gedeckt. Ja. Wahrscheinlich jetzt auch nicht damit gerechnet. Mann lang. Weg mit Backup. Zieht nochmal rum. Guardian stark. Guardian wieder stark. Guardian super stark! Und das. Oh, Dosia. Gutes. B und Dosia mit viel Gas. Ah, unlucky. Ah, da denkt Dosia dann wieder ein bisschen zu weit. Dann denkt er auch nochmal, er wird gefaked. Nee, er dachte, dass sie vielleicht doch nochmal zurück an A schieben. Ja. Den vielleicht gar nicht so gut. Dagegen. Ist. Mutige Position. Und jetzt haben sie schon mal 4 T-Runden und das ohne die Pistole. Trotzdem belohnt worden. Was ist los? Bist du am Sterben, oder? Nee, der Mirko manipuliert hier meine Sendung. Der sitzt hier jetzt die ganze Zeit daneben. Hättest du ihn nicht einfach in die Ukraine schicken können? Ich war ihm zu gefährlich. Ja, das ist mir egal, ob ihm das zu gefährlich ist. Der hat aber mit Alu gesprochen und beide wollten nicht fliegen. So, Eco bei Hellraisers. Oh, Angel. Ja, da siehst du halt mal wieder, wie bitter das eigentlich ist, Hellraisers. Denn jetzt müsste sie die Eco machen. 2 Runden davor, Dosia mit dem Felder am A-Spot. Macht er die Runde. Ist Navi in der Eco und es steht 8-2 für die Hellraisers. Ja, und dann haben wir steht 6-5. Wahrscheinlich. Das wäre ein Kupfer jetzt hier nicht. So, und dann siehst du halt einfach mal, Hellraisers, dass man jetzt so eine Halbzeit, wo es eigentlich schon 8-2, vielleicht sogar dann mittlerweile 8-3, vielleicht aber auch 9-2 hätte stehen können, das dann eben verdaddelt durch 2 super schlechte Runden. Jetzt hier eine Eco, die man halt spielen muss. Und Navi ist wieder dran. Spiel komplett wieder offen. Ja, und dann braucht man sich am Ende auch nicht mehr wundern, wenn man dann einen 16-14 gegen sich kassiert. Das sind genau die Runden, was ich dann vor dem Spiel gesagt habe. Da wird es doch wieder. Boah. Hallöchen. Headshot in den Teppich rein, der war vom Timing her perfekt. Richtig viel Damage gemacht. Ja, nicht so viel, aber immerhin. Erster Schockmoment bei Adrian. Hat's geklingelt halt, ne? Ne, nicht bei Adrian, bei Kucher. Eine Doppeldeckung, Banane wieder komplett offensiv. Angel fällt gegen Zeus.
Noch ein Sticker mehr auf der Waffe und die würde sich langsam nach unten biegen. Bei Zeug natürlich. Meinst du, das Navi-Logo ist so eine Last, ja? Ja, mal gucken, ob Aiden da vielleicht irgendwie gleich ein gutes Timing erwischt. Starix mit einem sehr, sehr guten Shot da gegen Seast. Aiden, komm, einen noch. Schade. Ja, Zeus mit so einem Alibi-Check gewesen. Ja. Aber mit Makelov rechnen sie unter Umständen dann nicht mehr. Ja, also kann das wäre, wenn Kucher jetzt einfach mal irgendwie... Das, aber sie gehen eh A. Ja, aber auch das nochmal gut gespielt von Navi. Ja, so 6 Sekunden vor Schluss. Ja, kann man auch mal machen. Ja, und jetzt brauchst du nur einen einzigen deinem Sandkasten haben, der ein bisschen diesen Go verzögert. Und die Runde gehört dein Hellraisers. Boah. Aber auch so eine Position kann Seast in so einer Situation überhaupt nicht wählen. Also er steht halt komplett offen. Das mag zwar eine Art Joker-Pose sein, aber Kurt sieht dich halt. So kannst du nicht stehen. Wenn er da im Sandkasten steht, bringt ihn das 10-mal mehr als sowas. Ich würde sogar so weit gehen und sagen 100-mal mehr. Das ist klasse, Matthias. Nein, also du hast ja 100% recht. Da darf er halt so nicht stehen. Ich glaube, dass er da gerade ein bisschen überrascht war, dass eben Herz so schnell da ist. Aber das war auf jeden Fall nicht so gut gespielt. Banane jetzt eingenommen. Und mit einem Doppeltrack, auch da darf er keinen zweiten mehr machen normalerweise. Ist auf jeden Fall auf Augenhöhe gerade, also machen beide genug Fehler. Die Banane, Bombe nein. Wieder geholt, Tischregel. Und dann geht's wieder bei Hass durch. Angel schiebt gerade weg. Makelov. Oh, Angel ist wieder da. Die Runde ist durch. Also Edward und Sterix beide mit nichts mehr. Während Adrian da jetzt nicht völligen Bock missbaut. Ansagen kann früh ansagen, Angel ist auch schon da. Hier wieder Edward alleine vor, die anderen beiden rennen auf einmal wieder zurück. Wer soll dich in Ruhe lassen? Ja, ja. Schlag ihn! Mikrofon gemutet. Nee. Natürlich. So 8 CT-Runden. Mit Pistol. Kann ja noch ein 8-7 werden. Okay. Also, wenn. Nee. Wenn das jetzt noch ein 8-7 wird. Dann sinkt der Knochen auf der Finals atemlos. Ja. Habt ihr gehört? Nein, ich sehe nicht. Das kannst du er rappt auf das deinen, für euch. Das kannst du ja auf deinen LAN-Partys machen. Ja, würde ich niemals machen. So, soll B gehen, Angel, Adrian, die da bisher echt super wenig zu tun hatten am B. Also wenn immer nur ganz am Anfang der Runde, aber so einen richtigen B-Go haben wir von Navi eigentlich gar nicht gesehen. Navi mit wenig Plan gerade, was sie machen sollen in der Anti-Eco. Entscheiden sich jetzt für A, noch 30 Sekunden auf der Uhr. Mal was Neues spielen. Denke ich auch. Lange nicht gespielt. Lade Kucher an lang, auch selten gesehen. Vielleicht ist gut getimt. Da ist wieder einer, der vorgeschickt wird. Also die Flash war
über Super Gold. Ja, also guck mal, jetzt auch abgesehen davon, dass er 13 Frags schon hat, gefällt mir super gut in dem Spiel. Also wie der langhandelt, wie er supportet. Super supported, ja. Super supported. Also das war Fui extra Gold. Diese Flash dort in Herz. Filme Nate in der Banane. Schöner Molotov und dann ist wieder gefangen. Steht da komplett drin, aber siehst mit 4 AP kommt er raus. Boah. Und dann zwei ist mit so einem Brett hinterher. Aber das sind halt wirklich immer diese Einzelaktionen gerade, ja, die bei Navi dann mal die Runden richtig spannend machen. Also es ist nicht irgendwie super stark ausgespielt. Die AK. Kocher auch schon on spot. Kann ansagen, dass da noch nichts drauf ist. Ach. Zeus alleine, Seas noch mit seinen 4 HP, schleicht jetzt auch nochmal vor. Und da sitzt der Molly auf 3 HP. Aber das frage ich mich, warum Seas da jetzt wirklich nochmal vorgeht. Sterix hat kurz schon komplett eingenommen. Wenn Seas da jetzt durch eine Nade, durch eine HE oder sonst irgendwas fällt, dann ist die Runde halt komplett durch. So hat man wenigstens noch ein bisschen eine Chance. Sterix macht das eigentlich gut. Man nennt es bei Navi kalkuliertes Risiko. Ja, gut, dann... Dann ist okay. Ja, das sieht nicht mehr aus. Ja, aber das sind halt so die Sachen, die ich gerade nicht verstehe bei Navi. Also es ist jetzt so eine Kleinigkeit und es ist jetzt auch nicht schief gegangen, aber es ist ja nicht nur die Runde, wo sie da mal einen Fehler machen. Ja, und das hätte jetzt gerade 12-3, 13-2 sogar ausgehen können, diese Halbzeit. Ja, wer hätte Dose ja da nicht ein, zwei Fehler oder einen Fehler gehabt im Sandkasten? Ja, also gestern ging es aus, die erste Hälfte 11-4 für Navi, die auf der CD-Seite gestartet sind. Zweite Halbzeit konnte Hellraisers ein 10-5 in der Halbzeit machen. So, und jetzt schaue man bitte aufs Scoreboard. Wie steht es? Slivo? Ja, sorry. Mir ist gerade... Hallo? Ja. Mir ist gerade alles abgeraucht. Was hast du gesagt? Ist alles abgeraucht. Ich beantworte es jetzt einfach selber. 10-5 sorry für Hellraisers auf der CT-Seite. Also mal schauen, wenn Navi hier das gleiche Spiel wie gestern abziehen kann, dann machen sie hier ein 11-5 klar, beziehungsweise ein 11-4. Ja. Ein 11-4 natürlich. Was sage ich da? Kein Problem, Matthias. Kann jedem passieren. Mit diesem 11-4 wäre man dann in einer dritten Map bei Navi. Aber Hellraisers bisher sehr gut unterwegs. Wie gesagt, zwei Runden definitiv unnötig abgegeben. Eine Runde hätte zu einer weiteren Eco bei Navi geführt. Demnach hätte es dann 13-2 stehen können. Aber das ist natürlich wieder viel Spekulation und man weiß nicht, wie es zur Halbzeit gestanden hätte. Ja, Piste. Holt, ja, ich leg mich jetzt fest, das hat eben schon so geklappt. Holt Hellraisers, die Piste ist das Ding für euch. Oh. Genauso wie Navi, die das 2-Map gewonnen hat, ja, genau so. Man muss ja auch seine Caster-Erfahrung passen. Oh, Guardian, Headshot, 10 AP. Aber doppelt frustrierend, dann macht das richtig Spaß, wenn du so die Runde startest. Hellraisers, ganz, ganz defensiver Aufbau. Kucher soll noch mit der Bombe in der T-Base fast. Aber Navi gar nicht so defensiv. Sterix da an der Banane alleine. Früher Info gesammelt, geht dann nochmal ins Duell. Geht wieder weg. So, Makloff auch nochmal einen Hit bekommen. Und Zeus steht am Kinderzimmer. Das scheint Richtung B zu gehen. Weiß nicht, wie es mit Equipment ist. Wenig Equipment. Siehst mit der HE. Kommt zu früh. Obwohl, die sitzt. Ganz okay. Ja, Hallöchen, siehst. Dosia kommt B rein. Starrix steht immer noch am Spot. Oh. Ist immer noch unbemerkt. Starrix. Letztlicherweise auch. Boah. Hey, schöne Runde. Was war das denn gerade? Ja, ich stand halt on spot. Ja, aber... Ja. Da kann man nicht so ausrasten.
Nee, okay, dann sag ihm das doch. Ruf ihn an. Was war das denn jetzt? Also das waren schöne Schüsse. Ja, der 1839. Frag auf seiner Waffe. Aber dass auch gar nicht gecheckt wird. Ne, sie haben halt den Smoke geplantet. Aber sie hatten auch null Fokus da drauf. Also erst als er dann den Frag gezogen hat. Also zumindest sah es aus meiner View so aus. Also nicht so überraschend, dass da zwei Leute stehen. Die Reads von Slivovitz heute wieder auf allertopstem Niveau. Das lief, ja. Navi gewinnt das 2 und Harris holt hier die Pistole. Nein, nein, ich sagte, wenn sie die Pistole holen, ist das Ding durch. Ach so. Also jetzt bitte, jetzt musst du mich nicht noch mehr in die Pfanne hauen als wie ich. Nee, dann habe ich falsch verstanden. Ja, dann bitte. Na, dann habe ich nichts gesagt gerade. Regulier dich. So, zu viert im Haus. Dose ja nochmal mit der Bombe über Mitte. Also du hast nicht nur einen Hund da, du hast nicht nur Glocken. Nein, dort, das ist die Straße. Sondern auch noch ein Kind oder was? Ja, ich habe alles direkt mitgenommen von mitten im Leben. Ach, da hast du sie her. Ja, ist mein Nebenjob. Ich bin Nebendarsteller bei mitten im Leben. Das ist gut. Aber immer erst nach Richter Holt, oder? Nach Barbara Salech, ja. Oder so. Gibt's noch Ricky die Talkshow? Danach komme ich. Ja, mal. Genau die. So, und. Oh. Dosia kommt zum Plant. Sandkasten steht noch. Toll, ist bekannt. Ja, aber das ist halt immer die beschissenste Pose da im Sand. Noch einen guten Hit, Zeus. 8 HP. Wir müssen sie jetzt rausnehmen. Oh. Unlucky. Schön. Na, viel Spaß, Adrian. Hat keine Waffe. Ach, spielt das gut, aber keine Chance. Ja, er hat sich stets bemüht. Unterschrieben. Naja, aber zumindest Bombland durchgebracht. Man wird jetzt auf jeden Fall kaufen. Schon ein großes Wunder, dass er vorher in der Runde nicht gekauft wurde. Nochmal spannend werden. Zeus muss aber auch langsam aufwachen. Also 5:15 ist jetzt nicht sein A-Game. Gerade wieder eingenommen bei Navi. Guckst du mal, wie tief man da bei Airraiser steht. Wir sind gerade erst losgelaufen. Nee, da stehen sie schon seit einer halben Minute. Wird wahrscheinlich jetzt erst die Runde besprochen. Jetzt. Hier Kontrolle. Eine Banane bei Navi. East und Sterix. Hellraisers mehr wehgetan als Navi. Ja, ist so. Makelov, schöner Frag gegen Zeus. Wieder Zeus. Nur noch Edward auf dem Spot, aber der hat eine gute Position. Kann da sofort droppen, wenn was ist. Ist blind jetzt. So wird er wahrscheinlich nicht geredet. Wahrscheinlich geht. 2, dann ist sie da. Boah, Waffenrunde von Hellraisers ebenfalls abgewehrt. Ja, Navi, CT sind sie auf jeden Fall gut unterwegs. Und das wird Airraisers umso mehr ärgern, dass man da diese zwei doofen Runden oder drei sogar, drei, die es hätten werden können, da nicht gemacht hat in dieser ersten Hälfte. Guardian spielt die Mitte, aber ultra aggressiv, selbst mit der M4. Natürlich auch böse in die Hose gehen.
Wenn sie ja, nee. Sagen. Also als wenn sie gestuckt gewesen. Nein, eigentlich gut gegen die Anti-Eco auch offensiv. Also. Da wird nichts passieren. Gerade in 3, 2, 2. Machen sie doch blind. Und nächste Buy-Round. Eine weitere Runde beim Konto von Navi. Und dann wäre man hier wieder beim 10-10 Spielstand. Also hat Harris, muss ich ja jetzt mal ein bisschen was einfallen lassen. Ja, vielleicht würde ich dann noch mal ein bisschen schneller gegen die Banane spielen. Hätten sie es fast gehört. Na, naja. Aber das Problem ist, sie kommen da eigentlich nicht wirklich gegen an. Ja, und das war halt wieder dann ein dummer Move. Ja, zwei Frags gemacht, rechnet dann nicht mehr mit dem dritten, aber jetzt schnell auf A gehen wäre auf jeden Fall so verkehrt. Ja, aber dann ist halt wieder, jetzt steht Guardian wieder da. Einfach. Makelov macht die ganze Runde nichts, weil eben da ein Teppich gesmoked ist. Ja, das ist sehr, sehr spannend, was Hellraisers spielt. Makelov, weiß nicht, ob er Timeout hat oder vom Stuhl gefallen ist. Oder beides. Maus geputzt. Sind doch gar nicht da. Riesending, so die Fläche wirklich. Das ist zu einfach. Also, das bricht ihn das so ist zu langsam einfach. Ja, das meine ich. Also, es bricht ihn so oft das Genick. Immer das Abwartende und Navi da den Raum wieder geben, den sie einnehmen können. Gerade Guardian dann in der Mitte komplett aggressiv noch gewesen. Müsste ihnen eigentlich auch auffallen. Ich gehe schon davon aus, dass sie ein, zwei Mal ihre Demos angucken. Sieht man ja sogar in der APS. Ich glaube, dass sie so einen Stromschlaggürtel umhaben und erst nach einer Minute, wenn sie sich dann vorwärts bewegen, kriegen sie da keinen Stromschlag. Die haben einen Timer in der Tastatur. Ja, und deswegen warten sie noch so lange. So, und die Lösung für das Problem von Hellraisers, wenn es langsam nicht klappt, dann spielen sie noch langsamer. Dann gehen wir komplett AFK. Weil das ist dann vielleicht das, was vielleicht zum Erfolg führt. Ja, wir lassen sie die Map einnehmen, wir schlagen zurück. Ich weiß nicht, also prinzipiell haben sie es ja gut gestartet mit dem B-Angriff. Also sie haben die zwei Frags gemacht. Ja. So, dann kommt der eine Refrag mit Molotov und dann lässt man sich komplett wieder einschüchtern, was ja okay ist, wenn man dann aber ein bisschen mehr Druck auf A macht und nicht wie Makelov dann ja im Haus einschläft und keine Ahnung. Also bringt halt nichts. Ja. Den Raum, den sie einnehmen können, schenken sie immer wieder her. Schon wieder gelaufen. Ja, stellt schon mitten im Molotow-Kupfer. Ist ihm scheißegal, ob er da brennt. Also Kupfer, der Feuer, der macht. Der hat keine Angst vor Feuer. Ja. Das sieht nicht gut aus für HR. So, alle Runden bisher aufs Konto von Navi gegangen. 6 Stück an der Zahl. Und damit jetzt die Führung. Und wenn man jetzt als Spieler natürlich oben sich das Scoreboard anguckt, ja, wird es natürlich auch ein bisschen kritischer. Vorher führt man 10-5, verliert die Pistol, verliert die erste Equip und dann pendelt das Game so dahin. Antico auch. Humorlos, einfach überall mal vorgegangen. Nicht so tragisch jetzt. Das ist einfach kein gutes Terrorspiel halt von Hellraisers. Ich meine, das ist natürlich wieder einfach gesprochen, ne? Weil Navi lässt sich halt auch gerade nicht gut aussehen. Aber wir haben ja jetzt schon zwei, drei Sachen angesprochen. Und so kannst du halt ein Navi auch nicht mehr schocken. Also, wir wissen genau, wie dieses Spiel läuft.
Ja, aber ich meine, das ist ja nicht erst seit 2 Wochen so, dass Hellraiser so spielt. Die werden auch immer noch so weiterspielen und das wird sich auch niemals wahrscheinlich ändern. Solange es halbwegs erfolgreich ist. Jetzt sieht sehr, sehr gut aus. Den Navi im Moment. Allerdings Loser-Bonus auf Seiten von Hellraiser ist immerhin das. Schon mal was wert. Ja, aber sobald sie die Runde jetzt mal holen, müssen sie halt direkt noch eine zweite holen, weil ansonsten ist halt wieder Money Broke gefahren, ne? Guardian an lang. Da geht die Bombe alleine vor. Kein schneller Refrag. Dauert schon fast wieder zu lang. Sterix kann auch schon wieder über Banane schnell nachschieben, weil sie auch da nichts eingenommen haben. Oh, schön noch von Angel. Noch Cooper. Also, Guardian kann da den First Pick machen und danach irgendwie wirkt das total unschlüssig, ob man da sofort auf Refrag geht oder ob man wieder weggeht. Guardian mit der AWP Mitte. Ja, und Zeit rennt Hellraisers davon. Nö, das kannst du so nicht sagen. Nicht die Rundenzeit, sondern ach so, die Zeit. Die, um das Match hier zu drehen. Ich wollte gerade sagen, für die fängt die Runde erst nach 15 Sekunden an. Ja, Hellraisers, das muss man halt mal wirklich sagen, das war ein gutes Spiel gemacht, besser drin gewesen als Navi. Ich meine, gut, für Navi war es auch das erste Match heute, ne? Von da muss man das auch mal wieder so ein bisschen, ja, mit einem zweiten Auge betrachten. Aber jetzt hier auf Inferno hätte, wie gesagt, Hellraisers das mit einem 12-3, 13-2 machen können. Wer weiß, wie dann hier die zweite Hälfte läuft. Und dadurch, dass Navi sich jetzt hier so zurückspielt auf dieser Map, gibt es sehr wahrscheinlich eine dritte Map, DE Mirage, wo ich dann Navi wieder deutlich vorne sehe. Und Hellraisers, wo man dann so ein Spiel halt dann einfach abgibt. Kucher und Angel jetzt mal. Zeus hat aber noch eine echt geile Position. Oh, ich dachte schon Zeus. Gut, die Smoke benutzt. Und Guardian einfach mal wieder durch die Smoke da gedrückt. Ja, der Go war interessant von Hellraisers, aber da darf Zeus halt nicht so agieren. Ich habe den Go gar nicht mitbekommen, er hatte die Augen zu. Hatte mir einen Timer gestellt auf bis 30 Sekunden vor Ende. Ich war überrascht, dass da schon was passiert war. Also ich wurde wirklich überrascht, ne? Ja. Ah. Oh, jetzt vielleicht mal eine schnelle Runde von Hellraisers. Genau. Los, ja. Oh, der kriegt da jetzt Spaß. Ja. Gerade mit dem First Track. Sondern auch da wieder zu unentschlossen beim Refrag. Lass den Guardian da komplett wegkommen. Wenn sie jetzt. Okay, so viel dazu. So, nochmal weg. Hat trotzdem. Mit 18. Und er wird gelegt. Doch wieder durch. Und das noch eine Minute zu spielen. Also daran sieht man, dass die Runde anders verlaufen sollte eigentlich. Wo sie ja noch später übers Haus. Ah, oh, wichtiger Frag. Ganz, ganz wichtiger Frag. Dann nochmal eine gute Flash von Dosia, holt nochmal Zeit raus. Oh, Dosia wieder mit Problem. Oh, Dosia. Der drückt durch. Und er schafft's nicht. Also Dosia erst die Runde eigentlich wieder eröffnet, wieder gedreht. Und dann mit ein bisschen Pech. War ja noch 6 HP bei Sterix, das war ein Hit. Ja, den hätten sie pushen sollen da im Sand.
anstatt da im Spot zu rennen. Also früher pushen sollen. Ja. Mal schauen, also wenn sie jetzt gucken, wie es vom Geld her ist, auch Navi. Ja, das sieht gut aus. Ach, Service ist alles egal. Das ist doch. Das ist gar nicht so. Angel-Bumps. Also die Map haben sie erledigt. Auch schon irgendwie aufgegeben, warum auch immer. Also das darf, also auch Sterix darf da niemals so einfach 4 Fracks machen. So, dritte Map, incoming. Warte ab. Ich gehe davon aus, ne? Das wäre eine riesen Überraschung, wenn jetzt hier noch was passieren sollte. Also wenn Hellraisers das hier noch dreht, dann kehre ich komplett Berlin. Mit dem Handfeger. Mit einer Zahnbürste, dann ist ja uninteressant. Töne auf den Knien. Team Headshot noch. Boah, da ist es erledigt. Also 1:1 geht es hier in eine dritte Map. Ja, wie soll es auch anders sein? Also.